Takeover. Kommen wir zu der zweiten Runde von Greg Pipe. Let's go. Ey, yo, Cynic, ich fick deine Mutter mitten im Chuka. Das ist eine Kneipe auf Mallorca, Cala Ratiada. Dort tanzt der Lambada und spielt für jeden verkaterten Party-Allmann des Markt den Ballermann-Barmann. Im Sommer steht er dort jeden Tag als Thekenkraft, schwingt den Besen, rechnet Spesen ab und wischt den Tresen, wenn Peter aus Dresden dem ekelhaften Päderast mit der Segeljacht beim Lesen des Käseblatts der Kaffee zum 10. Mal auf den Tresen schwappt. Mann, laber nicht von Game, du Spast! Zieht euch rein, wie ich sein arrogantes Chakra durchdringe, den Motherfucker hier kille. Dieser Erste sagte, du siehst aus wie eine Giraffe. Nein, du siehst aus wie ein Alpaka mit Brille. Und Cynic, erklär uns bitte mal, warum du so dünn bist. Daran musst du echt was ändern, Fam. Du gottverdammter Battle-Rap-Transgender-Slenderman. Mann, du bist so dünn, du könntest deinen Oberkörper durch den Spalt eines Fensters zwängen oder dich selber nach dem Schwimmen zum Trocknen über ein Geländer hängen. Keiner entkommt so einfach aus Gefängniszellen. Shit, jeder normale Mensch hätte sich bei so einem Versuch schon das Becken gebrochen, aber nicht er. Er hat eine Figur wie eine Hundehütte, in jeder Ecke ein Knochen. Es vergeht kein Tag, an dem seine Ma nicht flucht, Mensch, bist du dünn, Mann. Dann geht er einmal in den Scheißpark versuchen, ihn die Enten zu füttern. Ja, ihr lacht aber. Das ist die Realität. Ich verstehe nicht, warum nicht jeder hier fleht, gebt diesem ellenlangen Elend ein Keks. Mann, seit der Ära der Peloponnes, ach, solange dieser Planet sich schon dreht, lebt dieses Alien-Face von einer extremen Diät und ähnelt mittlerweile einem Fake-Craig David mit AIDS. Mann, wehe, du erzählst, du hättest schon mal irgendwen gebuddy, du Transe. Der einzige Buddy, den du hast, ist der Buddy von Hansen. Fucking Drag Queen, flach wie ein Flatscreen, schwach wie ein Crack-Fiend. Ich bin ein ganz normaler Dude, du bist ein transnormaler Dude. Und aus der Nummer kommst du auch nicht mehr raus wie ein Furz aus dem Astronautenanzug. Cause even as a rap fiend, Cynic, you always was a black queen, Cynic. But the plan is to show you that I understand. For a woman it ain't easy trying to be a man. Mann, mich kennt jeder in der Szene dafür, dass ich robust und langlebig bin wie Büffelleder. Jeder, der meint, dieser 1,90-Tütüträger wäre für Greg ein übler Gegner, schnüffelt Kleber und raucht Haare in der Pipe. Du bist kein Battle-Rapper, du bist ein Büttenredner aus dem Karnevalsverein, ein Harlekin am Mike aus dem Komödiantenstadel. Vor deinem eindimensionalen Style braucht keiner Angst zu haben. Du bist kein Stand-Up-Guy, du bist ein Stand-Up-Guy, der sich mit Spaten wie Mario Barth den gleichen Fanclub teilt. Ein für alle Mal. Niemals, Kollege, fickst du mit Greg Pipe Style. Samuel Syphilitzki, du bist Battle Raps Geschlechtskrankheit. Mann, du solltest endlich deine letzte Chance ergreifen, dir ein paar rosa Pompons leisten, zurück nach Düsseldorf ziehen, auf den Umzugswagen springen, reden, schwingen und mit Bonbons schmeißen, Alter. Fucking Chick with Dick, Alter. Slut with Nuts, Alter. Fucking Ladyboy. Cynic's Humor Level, was ist schlimmer als Wind und Sturm? Haha, Harry der Tittenwurm. Missgeburt, Alter, du Witzfigur. Junge, du und ich, wir sind verschieden. Ich hab mehr Medaillen als die Deutschen dieses Jahr bei den Olympischen Winterspielen. Ich schwöre, ich fick dich so hart, als würde sich dir ein voll irrigierter Rinderschniedel in den Hintern schieben. Hier nach kriechst du orientierungslos am Boden wie ein blinder Igel, suchst dich selbst wieder, Vater seinen verlorenen Sohn in der Bibel, aber dein echtes Ich erkennst du nicht per Blick in den Spiegel. Cynic, du bist von außen schwarz, aber von innen weiß wie ein Kinderriegel. Fuck, dieser Reverse Albino wird zerstört von diesem Evil Curse am Mikro, der Blunts immer King-Size baut. Du bist wie der Marlboro-Mann, aber inside out, als ob ich ein scheiß Fähnchen gedreht habe. Mann, ihr könnt dem Spaß die AD sagen. An alle, die glauben, dass meine letzten Tage gezählt waren, schaut, wie ich ihn von diesem Planet jage und ohne jegliches Problem zu Gelee schlage. Cynic, du bist der weißeste Schwarze, den ich jemals gesehen habe. Mann, dein ganzer Auftritt wirkt auf mich, als würdest du tief in dir ein extrem starkes almanesisches Gen haben oder außen über deinem echten Körper 10 Lagen Nivea-cremefarbenes Pappmaché tragen. Mann, mach keine Faxen, hiernach läufst du wehklagend heim wie mit eingewachsenem Zehennagel. Du besserer Battle-MC als ich, ist ja unfassbar, behinderter Bastard. Deine ganze Performance und Stimme ist lachhaft. Du klingst wie mein aufgebrachter, schimpfender, spießiger Nachbar, wenn wieder eins der kleinen, spielenden Kinder abends um 7:30 gerade Krach macht.
Mann, ich fick deinen ranzigen Billig-Style. Du kriegst Schwanz in die Kimme rein. Ich lass dich wie ein hilfloses Baby in Windeln um Hilfe schreien. Du denkst, du gehst in die Geschichte ein als eloquenter Entertainer im eleganten Anzug von Philipp Klein. Aber Cynic, nein, die Wahrheit ist, dein Swag ist so Salzgitter-Ringelheim. Du könntest echt der verlorene Schwiegersohn von Hans, Dieter und Inge sein. Cynic, du rappst nicht, du redest nur schnell. Belüg dich doch nicht. Egal wie viel Mühe du dir gibst oder wie zynisch du bist. Gegen echte Bars wirkt dein Part wie ein Frühlingsgedicht. Paar Blümchen und Shit. Jeder echte Rapper mit prüfendem Blick wird bei deinen Texten grün im Gesicht wie ein Gemüsegericht. Mann, dein ganzer Style ist einfach wie Blindenschrift aus einem Kopierer. Ich fühle ihn nicht. Ihr wollt den Grund dafür erfahren, warum Vögel wie Cynic in Battles keinen Flow hatten? Ich schreibe meine Parts in 2 Monaten und lerne sie in 2 Tagen. Er schreibt seine Parts in 2 Tagen und lernt sie in 2 Monaten. Du scheiß Amateur, du bist die scheiß Lines nicht mal wert. Zeig, dass dir einer erklärt, wo der Unterschied zwischen uns liegt. Das ist mein Style, die Wortwahl, die Metrik, die Ästhetik, die Qualität der Rhymes, die ineinander greifen wie die Steine in Tetris. Einfach ein geiles Erlebnis, ein 5-Gänge-Menü gegen eine Currywurst am Stehtisch. Wack MC Happy Meal gegen Battle Rap Gourmet Shit. Ich schwöre, ich würde auf dich und deine Kackverse am liebsten mit der Axt werfen. Cynic, dich braucht niemand wie ein Arschloch mit Geschmacksnerven. Liebst du mich oder hast du mich? Mann, du weißt es doch selber nicht genau, denn aus welchem Winkel du es auch betrachtest, ich bin und bleib der Dorn in deinen Augen. Time. Krasse 2. Runde von Greg! Brett! Krass gesteigert. Auf alle Fälle. Ja, das war krass, die Runde, Alter. Ja, auf jeden Fall. Gut gefickt, Alter. Zwischendurch klang er sogar richtig wie Desaster, Alter. Man hat, also so, das hat mich voll daran erinnert. Auf jeden Fall viel besser als die alten Sachen, die ich von Greg White kenne. Viel krasser. Total. Mega. Hat mir auch sehr gut gefallen. Arschloch mit Geschmacksnerven, Überleinen. Und die Breitschriftlein war auch geil. Ja. Also eine Top-Runde. Das sind so, ja, das meine ich so, das sind so Bars, die können, also da denke ich mir, okay, cool, das würde ich auf jeden Fall in Text einbauen und dann ist es eigentlich schon gut. Delivery ist halt auch krass, ne? Es splittet halt einfach durch, komplett. So. Der scheißt halt auch drauf, ob es jemand im Publikum checkt. Also ja, manchmal lassen die ja dann gerade bei den Around the Corner Bars so eine Kunstpause, damit quasi auch der Letzte versteht, was ja auch in Ordnung ist. Aber diese Ignoranz feiere ich da eigentlich bei Greg Pipe einfach genau durchzulassen. Ja, auch jetzt hören es da vor Ort 1000 Leute und später 100.000. Genau. Ja. Sagen sie dann Scheiß auf 1000. Auf jeden Fall. Und ist ja auch cool, wenn du dann das Ding nochmal 2-mal anguckst und dann nochmal was entdeckst. Ja. Alles klar, weiter geht's. Kommen wir zu der 2. Runde von Cynic. Let's go. Ich hab dich echt immer gefeiert, Alter. Warum müssen wir heute streiten? Cynic ist dünn und kann nicht rappen. Neuigkeiten. Guck mal, ich hab dich immer für clever gehalten. Immer! Aber dann fährst du auf dem Splash gegen Bong Taggy und Brian Damage die Pumper-, Muskel-, Maskulin-Schiene? Wieso? Idiot! Das ist das Splash und nicht die Fibo. Steht er da und wartet nach seinen Punchlines beim Publikum noch live auf ein Echo. Gebt mal Pumpen, ihr habt gar keine Muskeln, eure Hanteln sind die kleinsten, ihr Kekos. Sagen die zu Brian und Benno, in einer Halle voll mit Brians und Bennos. Aber er hat mir später auch erklärt, warum. Und zwar, weil er da eine Bewerbung als Security fürs Oktoberfest durchführt. Weil der das schafft, dass selbst ein Zelt mit Hunderten von Besoffenen ruckzuck ruhig wird. Ah, nein. Hört ihr das? Nein, nicht, warte. Ah, hör doch auf, Alter. Du bist wirklich eine Legende. Eine absolute Legende. Ruckzuck durchführt. Das kann ich nicht sagen. Ja, okay. Du hältst für eine Legende. Dann lass uns doch mal ganz kurz auf deine Runden schauen, du Hundehaufen. Basic führt ein Theaterstück im Jogger und 5XL Hoodie auf. Besser Battle Babasti, von denen sich keiner Boshaftigkeiten der Kunst erlaubt. Bong Taggy Brian Damage mit mehr Sketchen als in der Tracy Ullman Show. Tierstar fuchtelt mit imaginären Messern und tritt mit Schnurrbart auf. Lyrico muckt nicht auf. Davy Jones druckt die Sau. Damien Davis, der Bio-Rucksacklauch, der bei seinen Runden mehr schwitzt und schnauft als MC Geuner im Sommer Schlussverkauf. Dass du Leuten nicht in die Augen gucken kannst, ne?
Das ist reine Objektivität. Du schiebst es gerne auf die Coolness, aber wir beide wissen doch, warum man in einem Battle eine Sonnenbrille trägt. Ey, Berlin, kein deutscher Battle-Rapper hat mehr Battles mit Sonnenbrille gemacht als dieser peinliche Punker. Ja, Dr. Dave, okay, zumindest kein relevanter. Dicker, und du stellst hier ernsthaft hin und muckst auf? Du mit deinem Pseudo-Ego, ich spuck drauf. Du hast in deinen Battles gegen Tierstar öfter auf den Boden geguckt als eine ambitionierte Putzfrau. Nee, hast du nicht, ne? Und war wenn, dann nur ganz kurz, ja? Du bist selbstsicher. Mhm. Und Hansen erlebt noch seinen 40. Geburtstag. Haben die nur mit dem? Kennt ihr so Leute, die anderen nicht in die Augen gucken können? Das ist von mir keine Lüge. Weder privat noch hier auf der Bühne. Ach nein, jetzt bringst du mich noch raus, Alter. Es kommt Time. Okay. Trotzdem macht... Schade, hätte gerne gewusst, wie es noch weitergeht. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Hat er überhaupt schon mal so hardcore gechoked? Meine Frage irgendwo als... war es schon mal, ne? Ja? Irgendwo gab es schon mal so einen krassen Choke, glaube ich. Das ging mehr nicht mehr, ne? Das ist echt krass, weil ich meine, wenn du dich dann halt wirklich so Wochen vorbereitest und dann fällt dir, also es ist ja eindeutig, auch beim ersten Part haben doch da mindestens eine Minute oder so gefehlt, oder? Mhm. Ist halt mega schade, dass das dann nicht nochmal abliefern kannst. Es killt halt vor allen Dingen auch die Lines danach, ne? So ein bisschen, es zieht es halt alles irgendwie runter dann. Ja, und auch dein eigenes Ego, ne? Ja, deine eigene Appearance irgendwie, die macht das kaputt so. Aber es ist, glaube ich, ich weiß nicht, woran es liegt, ne? Zum Beispiel, als ich jünger war, habe ich auch jeden Text einfach durchgeballert, mir war scheißegal so. Aber jetzt mittlerweile, ich vergesse viel, viel häufiger meine Texte. Oder einzelne Worte so, oder einfach so, wo ich sage, ey, so einen kleinen Zwischensatz, so voll unnötigerweise. Weil vielleicht... wenn man zu sehr einfach auf die anderen guckt oder wenn man sich zu sehr darauf konzentriert, was außenrum passiert, so, ne? Man muss irgendwie so in so einen Tunnel kommen Modus und kommt. Sich einfach so ein bisschen locker machen. Ich aber ist das bei dir auch so oder bei euch? Also ich habe auch manchmal Texthänger, auch bei Live-Geschichten, weil die Texte an sich, ich denke da nicht mehr an einen logischen Zusammenhang, sondern das ist eigentlich nur so ein Abschnitt. Ja, genau. Von, und Teil, also wenn du mich fragen würdest, die achte Zeile aus dem und dem Text kann ich dir gar nicht sagen. Müsste ich vorne anfangen, genau. Und dann bei der, ja, auf jeden Fall. Und ey, von daher, bei den Jungs, also die ich weiß nicht, wie oft die Leute da im Jahr so Battles machen, das sind ja EPs, die droppen quasi. Das auswendig lernen, das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist es auch, was jetzt... das Zünglein an der Waage ist, ob du es wirklich gut machst oder ob du es halt entweder den Text verkackst oder wie du es halt auch präsentierst. Ne? Und ob du halt auch diese Aufregung aushältst. Ne? Richtig. Selbst wenn du den kannst, dann trotzdem da so gechillt zu sein und dann... Vor allem bei Gregpipe sieht man halt, ne, der ist halt komplett fokussiert, der ballert halt durch die ganze Zeit. So, der lässt sich von außen eigentlich gar nicht... Aber er verspricht sich auch ab und zu. Ab und zu verspricht er sich, aber er zieht dann weiter durch. Und bei Cynic ist halt so, der interagiert halt voll mit dem Publikum. Ja, der ist ja auch rhetorisch gewandt da, der setzt ja Pausen richtig. Der betont ja Sachen auch anders, so als wären sie gerade spontan entstanden. Dadurch hat es so eine Leichtigkeit. Aber ich glaube, das bringt ihn halt ab und zu auch aus dem Konzept. Ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel auftrete, ich gucke auch die Leute nicht an. Also ich gucke echt in so einen imaginären Unendlichkeitspunkt. Das habe ich aber auf jeden Fall noch aus der Anfangszeit, weil mich das am Anfang mega irritiert hat. Selbst wenn jemand gegrinst hat, da muss ja jetzt nicht jemand irgendwie eine Fresse ziehen oder so, aber das habe ich mir halt beibehalten. Und ich glaube, bei Cynic ist es andersrum. Ich glaube, der braucht auch dieses, weiß ich nicht, so dieses Fluidum, das zu sehen, wie was so in der Crowd abgeht. Ja, so Stand-up-mäßig, ne? Genau, also da sind hier auf jeden Fall zwei völlig unterschiedliche MCs am Werke. Ich glaube, es ist schade. Diese Runde hat er verschenkt, ne? Ja. Gottes.